Danke, Lutz. Und dann ist natürlich auch die Ansage, charge all the devices, weil hier ist ja umsonst das Laden, nicht? Zu Hause. So, ich habe eine kleine... Ja. Der Browser hängt mit dem Alert, sonst ist auch eine geile Funktion. So, ich wurde vorhin gefragt, hast du die Form der Kryptomutter? Das hatten wir ja schon. Ein kurzer Überblick über den Abend. Wir sind um 10 fertig. Heute arbeiten wir mit einem Timeslots. Das heißt, die Speaker wissen von vornherein, dass nach 20 Minuten der Ton ausgeht. So kriegen wir das dann auch hin, dass wir pünktlich um 10 vermutlich aufhören. Ich hatte in der Intro-Mail ja von 4 Talks gesprochen. Ich habe aber einen ganz fantastischen Talk zu einem großartigen Projekt reinbekommen, das einem guten Zweck dient, und von sowas haben wir natürlich immer was. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich wie immer beim Webmontag Frankfurt, unser großer Bruder von drüben. Die machen diesen ganzen Spaß hier einmal im Monat, an jedem zweiten Montag, und auch noch mit Themenvorgaben und Panel am Ende. Also es ist echt eine Wahnsinnsshow, die man sich unbedingt mal ansehen sollte. Ganz herzlich bedanke ich mich auch bei der Wirtschaftsförderung Offenbach. Die unterstützen uns wie immer mit der Technik ein bisschen. Unglaublich unkomplizierte Zusammenarbeit mit denen. Die sind auch gnadenlos irgendwie ausgelastet wegen zu enger Personaldecke. Dann macht die Kunstraum Marco macht zu. Jetzt sind 40 Künstler in Offenbach auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Und wen rufen die an? Die Wirtschaftsförderung. Die haben den Spaß gemacht. Ja. Und natürlich bei euch, dass ihr da seid, dass ihr Teil der Community seid, dass ihr Talks liefert, dass ihr kommt, dass ihr es weitersagt, dass ihr es twittert, Facebook, das mit dem Sternchen-Rating, das müssen wir nochmal drüber sprechen. Genau. Toll, dass ihr da seid. Ganz besonderen Dank gilt der Location hier. Der Lutz hat schon viel darüber erzählt, was hier alles passiert. Es ist wirklich ein Kleinod in Offenbach. Ich fühle mich hier sehr wohl, ich glaube, ihr euch auch. Trotz mangelnder Heizung ist es doch warm geworden, und deswegen wird der nächste Wettmontag auch im Winter stattfinden. Das ist ein Sponsor, der neu dazugekommen ist. Das ist ein Projekt von mir und einem Freund. Wir sind altgespielte Freelancer, und wir möchten uns gerne ein bisschen lossagen von der klassischen Agentur, Projektwelt, und unser Arbeitsglück wieder in die Hand nehmen, und suchen deswegen auch Freelancer, die bereit sind, ein bisschen in ein Team zu investieren, aber dafür dann am Ende Vertrauen und Mitgestaltung zu ernten. Und damit übergebe ich an unseren ersten Speaker.